Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenhoroskop. Wieder mit der unverwechselbaren Ausnahme-Astrologin Kirsten, die Schöne. Ja, und ich freue mich, den unglaublich tollen Orakel-Experten und Tarot-kompetenten Menschen Roé an meiner Seite zu haben, um mit euch durch die kommende Woche zu reisen. Da musste ich gleich den Regler bei dir hochschieben, damit man das auch wirklich nochmal hört. Kompetenten! Sehr schön. Liebe Kirsten, das ist doch ein Wort für den Start. Was ist denn jetzt astrologisch die nächsten Tage los? Ja, bevor ich starte, erstmal vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind natürlich nicht live, denn während wir das hier abspielen, sitzen wir hoffentlich entspannt bei einem Glas Gerstenwein, um zu feiern, dass wir in Manchester ein gutes, wie soll man sagen, eine gute Konferenz hatten. Wir werden euch natürlich auch so auf dem Laufenden halten und dass unser Urlaub jetzt for real beginnt, denn bis um diese Zeit heute Abend, da haben wir noch schwer gearbeitet. Wir können euch nichts Neues erzählen dazu, das können wir erst später machen, aber jetzt erzähle ich auch gerne noch, was astrologisch los ist. Wir haben ja gestern den Übergang von Mars in die Zwillinge gehabt. Er war jetzt sehr lange im Stier unterwegs. Die nächsten ungefähr 8 Wochen wird er nun durch die Zwillinge reisen und da unter anderem Jupiter anstoßt und nun wieder ein bisschen luftige Action ins Tagesgeschehen bringen. Dann hatten wir heute Morgen den Vollmond in Steinbock, der, während wir hier reden, sicher noch nachwirkt. Das ist ja der zweite Vollmond im Steinbock dieses Jahr gewesen, auf 29 Grad. Und kurz danach ist dann auch der Mond in den Wassermann gereist. Und das kann ich jetzt gerade nicht sehen, wann genau das war. Um 13:30 tagsüber ist der Mond in den Wassermann gereist. Und jetzt hoffe ich, dass der Scheinwerfer mir nicht auf den Kopf fällt. Ja, wird schon gehen. Und Wagen hingeschoben. Genau. Und das nächste große Ereignis, was passiert, ist, dass morgen gegen 10 Uhr, wenn ihr es genau wissen wollt, um 9.44 Uhr die Sonne in den Löwen reisen wird. Danach ist es erstmal relativ ruhig. Wir haben dann noch einmal eine wichtige Bewegung diese Woche, nämlich am Freitag, wenn Merkur das Zeichen wechselt und in die Jungfrau reist. Und dann wird er dort auch ziemlich bald rückläufig werden. Ich glaube sogar nächste Woche, habe ich jetzt gerade nicht so genau auf dem Schirm. Aber für euch nochmal, Dienstag am frühen Nachmittag reist der Mond in die Fische. Am Donnerstag, am späteren Nachmittag, so um 16:30 mittlerer Nachmittag, reist er in den Widder. Und dann haben wir am Sonntag, sehr früh am Morgen, noch den Wechsel des Mondes in, also gar stimmt ja gar nicht, Samstagabend reist er in den Stier. Ich muss das besser aufschreiben künftig. Und das ist das, was astrologisch in der kommenden Woche wichtig ist. Lieber Roé, ich sehe, du hast bereits den Spirit Guide bereitgelegt. Was haben wir denn heute? Aus welchem Deck haben wir ihn denn heute? Du hast mir die Möglichkeit gegeben, eines meiner Lieblings-Orakel-Decks, also nicht die Nummer 1, aber 1b rausgesucht. Und zwar sind das die Lenormand-Karten von Rana George. Ein wundercooles, tolles Deck. Du hast mir das mal geschenkt. Da hast du mir sehr große Freude gemacht damit, denn diese Karten sind wunderschön gemacht, sehr schön gezeichnet, auch mit ein paar Goodies dabei. Man kann zum Beispiel sich überlegen, will man eine traditionelle Hauptperson oder eine traditionelle männliche Hauptperson oder eine europäische. Das sind so die Goodies, die unter anderem bei diesem Orakel-Deck dabei sind. Ja, dann bin ich jetzt sehr neugierig, welche Karte aus diesen 36, ich glaube bei Rana sind es sogar mehr Karten, ne? 40. Also eigentlich 40. Sind es 43, wenn man eben die beiden europäischen Hauptpersonen dazu zählt.
Ja, ich bin sehr gespannt, welche Karten du da gezogen hast. Tu mir, Und ich gehe mal ein bisschen näher rein, damit man das noch besser ah, sieht. sehr schön. Also sie sind wunderschön mit Gold. Also das ist auch nicht irgendwie verfälscht, sondern es ist wirklich, der Baum ist wirklich so mit einer herrlichen Grünfarbe hingegeben. Ich versuche das noch ein bisschen plastischer nachzugeben. Jetzt sieht man es noch besser. Also wunderschön. Ja, und dieser Baum ist ja für uns auch die Stabilität, die wir in den nächsten Tagen haben, die Stabilität, die wir benötigen, um Dinge umzusetzen, um auch Klarheit für uns zu bringen. Und manchmal ist es auch wichtig, dass man stabil bleibt, dass man geradlinig bleibt und sich nicht irgendwie von jemandem aus dem Gleichgewicht bringen lässt, zum einen, aber auch klar seiner Umwelt sagt, pass mal auf, das ist jetzt so, das machen wir und da diskutieren wir nicht groß darüber. Ja, finde ich sehr spannend. Es hat ja auch was mit Wachstum, vielleicht auch ein bisschen mit Ahnenarbeit zu tun, habe ich gehört, ne? Der Baum und die Wurzeln, mit denen Ja. wir zu tun haben. Aber das ist vielleicht jetzt aktuell nicht so wichtig, obwohl wir natürlich den Steinbock-Vollmond haben, ne? Ich finde, das ist immer wichtig. Wir müssen wissen, woher wir kommen, weil sonst werden wir niemals an unser Ziel gelangen, damit wir wissen, wo wir hin müssen, ne? Und Genau. das ist eben Und die wichtige Geschichte bei dem Ganzen. wir haben ja interessanterweise für diesen Vollmond, hast du ja gezogen in den Rauhnächten die Karte Offizier. Und ich finde, die kann man auch ganz gut mit dem Baum verbinden, oder? Ja, Diese weil auch der hat Langlebigkeit. Geradlinigkeit, auch der Ja. strebt, auch der hinterfragt nicht, dass er wachsen muss, sondern er weiß Ja. nur, ich muss. Ja? Das ist so Ja. dieses typische, ich hinterfrage nicht meinen Auftrag, sondern ich führe ihn aus. Finde ich, passt sehr gut. Ja, und ich denke, mit dieser Karte lässt es sich gut durch die kommende Woche gehen, mit all den Bewegungen, die jetzt gerade stattfinden. Und von daher würde ich sagen, wir reisen jetzt weiter und gehen durch den Tierkreis. Sehr gerne. Was für ein Deck haben wir denn für die Ja, Tierkreiserlebnisse? auch hier hast du ins Nähkästchen der mantischen Tarotkarten gegriffen und hast diese rausgezogen. Und naja, vielleicht ist es diesmal ganz gut, dass wir diese Sendung aufzeichnen, denn ich weiß nicht, wie unsere Community in den Kommentaren aktiv werden würde, wenn sie, aber das weißt du selber besser, du hast das ja geunboxt. Genau, also das Deck kam sehr gut an. Ich habe es jetzt diese Woche geunboxed. Es ist von einem Künstler namens Mohammed. Mehr konnte ich über ihn nicht herausfinden. Der hat sich sehr für europäische Kunstgeschichte interessiert und berühmte und weniger berühmte Bilder adaptiert hat im Sinne der Tarotkarten. Ich finde sie sehr ästhetisch, sehr schön gemacht. Und ich habe bei euch auch schon versprochen, dass ich ein Salongeflüster zu diesen Karten machen werde. Allein schon die Rückseite gefällt mir richtig gut. Und lieber Roé, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Eigentlich müssten wir jetzt mit dem Löwen beginnen, ne? Denn der Das Löwe ist hat ab richtig. Der morgen Löwe Geburtstag. beginnt jetzt sein Reich auszurollen. Dann roll Und mal aus. dann würde ich sagen, das neue Geburtstagskind. Ja, bitte, liebe Kirsten, was ist denn astrologisch los? Liebe Löwen, ihr habt es gehört. Morgen früh um 9:44 Uhr reist die Sonne in euer Zeichen. Und das heißt, ihr habt 30 Tage lang Geburtstag, was sicher sehr, sehr schön für euch ist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ansonsten überlege ich gerade, der Mond reist ja auch, wenn die Sonne in den Löwen reist, dann ist der Mond schon in den Wassermann vorgereist. Deswegen gibt es gerade keinen Neumond gleich im Wassermann,
keinen Neumond im Löwen, aber ihr habt gerade in den ersten Tagen, während die Sonne sich bei euch einrichtet, schon diese Polarität sehr stark zu spüren zwischen dem, was ihr wollt und dem, was ihr, ja, was ihr braucht. Und damit müsst ihr euch vielleicht ein wenig auseinandersetzen. Prinzipiell aber, ich meine, Merkur ist bis Freitag noch bei euch, die Venus ist bis Freitag, ist noch länger bei euch. Super Zeiten für euch. Genießt es, haut rein. Und Ruhe gibt uns jetzt eine richtig schöne Karte für euch, da bin ich mir sicher. Ah ja, und jetzt bringst du auch noch das Löwe-Symbol mit ins Spiel. Spannend. Ich kann dich nicht mehr hören. Dein Ton ist weg. Ja. Da ist der Löwe. Jetzt haben wir den Löwen, aber auch wieder Ton, sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie du das lösen wirst mit dem Krebs, aber das ist nicht mein Problem. Ja, den Ich Krebs, merke, du der. hast das richtig gut im Voraus vorbereitet, Ja, ne? habe ich auch vorbereitet. Ich habe es durchgetestet und habe es nicht mehr zurückgestellt. Und dann habe ich natürlich den Löwen einen besonderen Auftritt garantiert. Aber ich denke, Wunderschön. die Karte entschädigt den Löwen wieder für dieses kleine Fauxpas, und ich habe ja noch ein paar, zwei Auftritte mit dem Löwen, wo ich das vielleicht wieder gut machen kann, dass der Löwe mir nicht mehr allzu böse ist. Acht der Münzen ist eine schöne Startkarte rein in den Geburtstag der Löwe, Geburtstagskinder, und ich denke, ihr könnt hier wunderbar eure Klarheit, euren Wunsch nach Präsenz ausdrücken. Und wenn man den Löwen genauer anschaut, dann weiß man auch, diese Karte passt für ihn sehr gut. Er repräsentiert schon seine Darstellung, was er alles geleistet hat. Wäre er kein Löwe, würde er nicht so eine schöne Statue bauen können. Er könnte nicht seine Art der Kreativität, aber auch des Könnens unter Beweis stellen, aber, und es kommt, er kann auch diese Statue zum Leben erwecken. Und man sieht ja, unten ist die Statue noch in Marmor gemeißelt und oben bewegt sie sich schon hin zum Künstler, weil na, der Künstler als Löwe hat natürlich alle Kraft in der Hand, um auch diese Statue zum Löwen, zum Löwen, nicht zum Löwen, sondern zum Leben zu erwecken. Und darum, liebe Löwe, Geburtstagskinder, das ist doch eine tolle Startkarte. Ja, die Karte bezieht sich sicher auf Pygmalion, auf die Geschichte des Mannes, der sich die perfekte Frau sozusagen erschaffen wollte. Auf dieser Geschichte basiert ja auch der Film My Fair Lady oder das Musical My Fair Lady. Und ich finde es ganz schön zu kombinieren, dass man wirklich das, was man tut, mit eigenen Händen beseelt. Und finde ich eine schöne Variante dieser Karte. Diese Karte für eine meiner Lieblingskarten, wie ihr wisst. Von daher viel Spaß damit. Liebe Löwen, das waren unsere Worte für euch. Die Jungfrau kommt an die Reihe und auch die Jungfrau kann sich über schöne Dinge freuen. Dass Mars aus dem Stier rausgeht, ist vielleicht nicht ganz so toll für euch, denn Mars hat euch in den letzten Wochen immer wieder motiviert, nochmal etwas anderes zu tun für euch, als nur so vor euch hinzurödeln. Der hat euch wirklich viel Kraft gegeben. Aber es kommt ja was viel Besseres jetzt für euch dran, nämlich der liebe Merkur, euer Herrscher, besucht euch ab Freitag. Er wird dann allerdings rückläufig in eurem Zeichen und wird euch auch noch mal verlassen. Aber all das, was jetzt so in den nächsten Tagen von Freitag bis Mitte nächster Woche, glaube ich, passiert, das tut euch richtig gut und es wird im Laufe des Herbstes auch noch mal auf den Tisch kommen. Also achtet drauf, Verkehr, Kommunikation, Handel, Geld, all diese Themen, die jetzt wichtig sind, die werden noch mal wichtiger und ihr könnt jetzt dann gut vorausschauen, planen für euren Herbst. Rui zeigt uns, wie das aus Sicht der Karten für euch aussieht. Ja, wir haben nochmal Münze, diesmal den König der Münzen.
Und das unterstreicht vielleicht auch ein bisschen das, was Kirsten gerade erzählt hat, nämlich, dass ihr genießen dürft, dass ihr euch in dem, was ihr euch bis jetzt erschaffen habt, ein bisschen ausruhen dürft, ein bisschen Verschnaufpause, um dann, ja, es ist ja nicht mehr lang, bis ihr euren Geburtstag feiern dürft, dass ihr dann hier voll reinbauern könnt. Also von daher gesehen, liebe Jungfrauen, genießt mal die nächsten Tage, denn hier ist jetzt mal Ausleben und Erleben angesagt. Ja, finde ich auch sehr schön. Von daher, ich denke, das waren unsere Worte für euch. Die Hände sind zu kurz. Ja, als nächstes haben wir die Waage an der Reihe. Liebe Waage, für euch ist es interessant, dass Mars das Zeichen wechselt, in ein Luftzeichen geht, in die Zwillinge und dadurch euch motiviert, mehr Entscheidungen zu treffen, strukturiert voranzugehen, eure Ziele umzusetzen. Gute Energie für euch. Ansonsten ist eure Zeit einfach noch nicht gekommen, wo sich viel für euch verändert. Eure Herrscherin Venus bleibt im Löwen. Das ist manchmal etwas herausfordernd, dass ihr euch stärker nach vorne bringt, als ihr das gerne möchtet. Ihr seid ja auch gerne mal ein bisschen im Hintergrund. Aber ich denke, Roé sollte uns einfach mal die Karte enthüllen, die er für euch gezogen hat. Ja, und hier kommt sie. Oh, wir haben es heute münzig. Die drei der Münzen. Und hier sieht man schon, welche wunderbare Schar bei diesen drei der Münzen auf einen zu oder an einem vorbeiflanieren könnte. Und wenn man da ein bisschen reinzoomt, ich hoffe, das kriege ich noch hin. Dann sieht man auch, Wieder eine was diese drei, Münzkarte. bitte? Schon wieder eine Ja, Münzkarte, ja. sage ich, was diese drei Herren da an wunderbarer Damenschar vor sich haben, oder sind es Engel, wir wissen es nicht so genau. Aber Kirsten wird uns wahrscheinlich da gleich einen Aufschluss geben, was das Bild darstellt. Aber für uns ist nochmal der Hinweis, die Wagen können diesmal beginnen, ihre Basis zu errichten, denn auch für sie ist es nicht mehr so lange hin, dass sie ihren Zyklus beginnen, nämlich den Geburtstagszyklus. Und darum glaube ich, wäre es jetzt für die Wagen ganz gut, hier beginnend aufzubauen. Also ich kann dir nicht sagen, woher dieses Bild stammt. Wie gesagt, ich muss mir erst das Begleitbuch durchlesen. Aber ja, es gefällt mir gut. Es hat was Inspirierendes und die drei der Münzen haben ja immer was mit guter Zusammenarbeit zu tun und das Teilen einer gemeinsamen Vision, das könnte ich so ein bisschen hier in dieser Karte sehen. Bisher haben wir nur Gewinner, finde ich. Löwe, Jungfrau, Waage, sieht alles richtig gut für euch aus. Vielleicht kann ich schnell da mal reingucken. Da steht es nicht drin in dem Heft. Musst du Oh, nicht. vergesst es. Ich kann es euch auch nicht sagen. Aber was wir sagen können ist, liebe Waagegeborenen, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Yay. Als nächstes kommt der Skorpion an die Reihe. Liebe Skorpione, Mars verlässt euer Gegenzeichen, den Stier. Für euch könnte das eine Beruhigung darstellen, besonders nachdem ja sich der Mars mit Uranus letzte Woche getroffen hat und vielleicht einiges bei euch aufgewühlt hat. Prinzipiell ist sonst nichts weiter los. Im Wasser ist jetzt dadurch, dass die Sonne auch noch aus dem Krebs raus ist, immer weniger Energie. Ich denke, ihr habt eine ruhige Woche vor euch. Es sei denn, Rui erklärt uns jetzt was komplett anderes, wenn er die Karte enthüllt. Ja. Die Temperance, endlich mal keine wunderbare Münzenergie, sondern jetzt gehen wir ganz woanders hin. Jetzt gehen wir rein in das Reich der großen Arkana. Ja, gut, das hat sich der Skorpion auch hart verdient.
Er gleicht aus, ihr gleicht aus, ihr habt die Möglichkeit, mal ein bisschen etwas zu zeigen, was ihr sonst gut versteckt, nämlich dass ihr Entspannung repräsentiert, dass ihr Entspannung auch gebt, dass ihr auch zeigt, nicht immer muss man bis ans Ende des Tunnels graben, sondern manchmal kann man auch ein bisschen beginnen, oberirdisch zu gehen oder vielleicht sogar ein bisschen zu schweben. Für den Skorpion ist das eine neue Erfahrung wahrscheinlich, aber ich würde es mal empfehlen, denn genießen kann auch mal eine schöne Sache sein. Ja, finde ich auch. Und ich finde, ich habe dem nichts zuzufügen, denn es ist genau das, was ich mir vorstelle jetzt gerade, wo es den großen Knall gab in eurem Gegenzeichen und jetzt ruhiger wird. Genießt es. Es kommen doch wieder andere Zeiten. Ich glaube auch, dass das Skorpion mal da ein bisschen durchatmen darf. In diesem Sinne, eine schöne Woche, liebe Skorpione. Entschuldigung, die kam ein bisschen temperamentvoll an. Macht nichts. Wir sind jetzt ja auch beim Schützen angelangt. Der hat durchaus Temperament. Und liebe Schützen, für euch verändert sich natürlich auch einiges, wenn jetzt die Sonne in den Löwen reißt, denn ihr bekommt noch mehr Energie, als ihr schon durch Merkur und Venus habt. Alle drei Planeten bescheinen euch äußerst positiv. Eigentlich nur gute Nachrichten diese Woche. Naja, dass der Mars in die Zwillinge reist, könnte dann etwas stressig für euch sein. Denn wo der Mars jetzt in den letzten Wochen dem Skorpion Stress bereitet hat, bereitet er nun euch Stress. Und das wird sicher interessant, wenn Mars auf Jupiter trifft. Ich habe jetzt nicht den Tag im Kopf, das wird es noch ein bisschen hin. Da könnte es sein, dass es bei euch eine kleine inwendige oder außenwendige Explosion gibt, die je nachdem ins super tolle oder vielleicht auch ins etwas anstrengende geraten kann. Aber jetzt genießt ihr einfach erstmal, dass drei schöne Planeten euch gut bescheinen und Ruhe zeigt euch auch, wie. Mit den 7er Münzen, mache es mal ein bisschen weiter rüber, mit den 7er Münzen haben wir hier jetzt schon mal eine ganz andere Energie, schon eine andere Kraft und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir hergehen und unsere Emotionen ein bisschen anders uns aneignen und dass wir vielleicht hergehen und mal beginnen, uns auch damit zu beschäftigen, dass wir uns nicht immer mit schönem Schein wie soll ich sagen, verwirren lassen sollen. Ja, verwirren ist vielleicht das richtige Wort. Verwirren, weil wir durch äußere Einflüsse manipuliert werden. Und darum ist es vielleicht besser, mal genau in sich reinzufühlen, was wollen wir überhaupt? Was wollen wir als Schützen überhaupt? Und ja, das betrifft mich auch ein bisschen, weil mein Mond da zu Hause ist. Was will ich jetzt mit meinen Gefühlen? Wo will ich hin? Will ich mehr? Will ich weniger? Muss es repräsentativ sein? Muss es weniger? Also das wäre vielleicht zur Aufgabe die nächsten Tage für Schütze, Geborene. Oder auch die sonst den Schützen sehr repräsentativ haben. Ja, finde ich, hast du schön gesagt. Die Karte gefällt mir auch richtig gut. Für die 7 der Kelche, so Schein und Sein. Wenn man sich im Spiegel betrachtet, so ganz für sich alleine, da kann man interessante Dinge erleben. Ja, und da darf man dann auch ehrlich sein, ne? Ja, Da darf da man. kann man wirklich mit sich ehrlich sein. Und ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht weiter viel zu sagen. Liebe Schützen, genießt es einfach trotzdem, dass ihr so schöne Planeten jetzt, Planetenbestrahlung aus der Löwe-Energie bekommt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und das waren unsere Worte für euch, liebe Schützen. Der Steinbock ist dran. Lieber Steinbock,
bei dir steht ja jetzt bald wieder die Rückkehr von Pluto in dein Zeichen an, was sicher noch mal ein bisschen herausfordernd wird. Und nun hast du, wenn du das hier siehst, gerade schon den zweiten Steinbock-Vollmond dieses Jahr hinter dich gebracht. Das ist sicher eine intensive Zeit für dich, aber sie kann dir auch wirklich gut helfen, Dinge jetzt klar zu erkennen, die unbedingt abgeschlossen werden müssen bis Jahresende. Darauf solltest du deinen Fokus legen. Die Energie ist jetzt aus dem Krebs raus. Das freut dich, denn dann musst du nicht mehr so mit dem Außen klarkommen, kannst das in dir drin bearbeiten. Wir schauen einfach mal, was Rui auch noch ergänzend zu sagen hat. Ja, es geht weiter mit Münzen, diesmal mit dem Ass. Die Karte ist tatsächlich so schattiert, dass man eigentlich auf den Oberschenkel der erste Blick hinfällt und man erst danach ein bisschen gegen oben geht. Und das ist das, was du gerade erzählt hast, Kerstin, nämlich, dass man in sich, in sein Inneres, in sein Herzchakra oder vielleicht sogar auf sein drittes Auge sich fokussieren darf und sich überlegen, was will ich tun? Und immer wenn ich ja eine Aktivität setzen will, muss ich zuerst in meinem Inneren klar sein. Denn sonst funktioniert es nicht. Das haben wir vorher ja auch schon beim Baum gehabt. Wenn ich die Wurzeln nicht habe, kann ich nicht wachsen. Und das ist eigentlich auch genau in dieser Karte drinnen, was du gerade gesagt hast. Wir haben Erdenergie, wir haben das Ass und wir haben die Möglichkeit zu wachsen. Aber nur, wenn wir den Weg uns im Inneren klar gemacht haben. Ja, finde ich auch sehr schön. Und wieder eine Münzkarte, Neuanfang, alles schick. Ich glaube, das können wir auch wieder so stehen lassen. Yes, das waren unsere Worte für die Steinböcke. So, haben wir's. Haben wir denn jetzt eine kleine mantische Trinkpause? Ja, wir haben eine mantische Trinkpause. Ich habe nichts Neues zu berichten. Ich habe erst wieder Neues zu berichten, wenn wir Neues erlebt haben. Im Augenblick ist hier einfach Chaos vor dem Abflug. Und ja, ich denke, aus meiner Sicht können wir dann auch weitermachen, Roy, es sei denn, du hast was zu Ich sagen. habe noch, wir nehmen ja am Donnerstag auf. Wir haben noch heute Abend eine Live-Sendung mit den Nachtgedanken, bevor es in die kurze Sommerpause geht. Ich habe heute noch meine Vorstandsdamen. Wir haben die erste richtige Vorstandssitzung, auf die freue ich mich schon. Also es ist noch einiges los bei mir heute. Ich freue mich auf die Aktivität, aber natürlich freue ich mich auch schon auf unsere Reise nach England, auf das, was dann dort wieder mit den von uns, ja, es sind ja schon zum Teil sehr viele Bekannte, die wir dort wieder treffen. Auf das freue ich mich auch schon. Also ich bin so in einer Vorfreude auf die Sendungen, denn ja, Nachgedanken ist für mich schon so ein wunderbarer, wichtiger Teil der Woche geworden, aber auch gleichzeitig freue ich mich auf die Reise nach England. Yes. Ja, und dann wollen wir in den zweiten Durchgang gehen, liebe Kerstin. Ich denke schon. Lass uns mal weitermachen. Der Wassermann kommt an die Reihe. Liebe Wassermänner, ihr habt es gehört, gerade jetzt ist der Mond in eurem Zeichen und bleibt auch noch bis Dienstagmittag dort. Für euch ist es interessant wiederum, dass Mars in die Zwillinge geht, denn der unterstützt euch dann auch ebenso wie die Waage sehr wohlwollend dabei, eure Ziele umzusetzen. Dass jetzt so viel Energie im Löwen eurem Gegenzeichen ist, ab Montag geht ja auch die Sonne hinein, das ist vielleicht etwas anstrengend, aber auch dieses Thema werdet ihr bearbeiten können. Ihr müsst halt so ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu sehr ja, zu viel arbeitet, weil so viel Energie gerade auf euch einprasselt. Versucht es, die Dinge ruhig anzugehen und dann wird das auch gut für euch. Wir müssen noch mal gucken, ob das auch aus Sicht der Karten so für euch stimmt. Ja, viel Münzen haben wir dann nicht mehr. Jetzt haben wir die Königin der Münzen und wir sehen schon, wir begeben uns da auf neue Energien, wir begeben uns da auf andere Kontinente. Vielleicht ist das irgendwo
in Afrika, vielleicht irgendwo in der Karibik. Und wir sehen hier schon, dass wir auch wieder Wachstum haben, wenn wir uns erlauben, uns auf unsere Wurzeln zu besinnen. Und die Königin der Münzen hat ja den Anspruch zu wachsen, hat ja den Bedarf, Neuland für sich zu requirieren. Und hier sieht man schon, da ist auch für Nachwuchs gesorgt. Ne? Der ist auch schon gut mit einem Werkzeug, mit einem Messer, sieht man hier, beschäftigt. Und die Königin selber, ich kann es leider nicht mehr größer machen, die Königin selber hat auch einen wunderschönen Korb mit Früchten in der Hand. Ich mache es ein bisschen größer. Ich glaube, man sollte sich das mal besser besehen. Ja, und der kleine Mann, da übt sich auch schon in einer Frucht. Bin so erstaunt, wie viele Münzen wir gezogen haben, ne? Das ist jetzt einfach, ist gekommen. So ist es. Ich finde, das weist nochmal darauf hin, dass ihr wirklich viel Möglichkeiten habt, Dinge zu manifestieren in den nächsten Tagen. Gefällt mir gut. Ich lasse Die das so Karten, die stehen. Münzkarten sind auch wunderschön gemacht. Liebe Ja, finde ich Wassermänner, auch. liebe Wassermänner, liebe Wasserfrauen, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Schöne Karte. Liebe Fische, Saturn und Neptun sind beide rückläufig in eurem Zeichen. Und das bringt auch euch bei euch ein bisschen Bremse hinein. Nun verlässt die Sonne den Krebs. Auch das bringt mehr Ruhe. Aber dass Merkur in euer Gegenzeichen Jungfrau kommt, das belebt wieder etwas die ganze Angelegenheit. Allerdings von außen. Also es könnte sein, dass ihr in der nächsten Woche viel Gespräche suchen müsst, viel mit Menschen diskutieren müsst und so weiter. Und da hilft es euch, dass ihr euch immer wieder auf eure innere Balance fokussiert und sagt, ich bleibe ruhig und gelassen, ich lasse mir nichts ansehen, wenn mich etwas nervt. Und das halte ich für eine wichtige Sache für euch gerade. Ansonsten ist es eigentlich alles gut für euch. Und Roé wird mir sicher gleich erklären, wie er das sieht. Also zuerst mal keine Münze, sondern Ja, eine sehr schöne Karte. drei der Stäbe. Und es geht schon wieder in die Richtung, was du gesagt hast. Die schwebt. Ja? Die ist so wie, also ich habe fast das Gefühl, die ist unter Wasser. Ja? Und die sucht da so den Auftrieb. Und den Auftrieb kriegt sie, indem sie ruhig steht. Das finde ich ganz toll, so wie diese mit dieser Handhaltung. Ist eine ganz tolle Darstellung. Und vielleicht ist es genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Fische in den nächsten Tagen ihre Kommunikation raushauen müssen, was sie vielleicht ab und an nicht so gern machen, aber da müssen sie durch. Und das Tolle ist, sie haben auch die Möglichkeit, mit ihrer Kommunikationsfähigkeit hier für sich vielleicht mal Tore zu öffnen, die sie bis anhin noch nicht so hatten. Finde ich eine tolle Karte, ist auch wichtig für die Fische. Ne? Drei der Stäbe ist ja immer so die Aufbruchskarte, die geben endlich los, sammle dich, nimm das Rucksäckchen und wandere. Also das finde ich auch stimmig und passt aus meiner Sicht sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Ja, von daher denke ich, liebe Fische, viel Spaß. Mir gefällt die Karte gut. Ich reise gerne mit ihr. Jetzt bin ich gerne unterwegs. Alles bestens. Und das waren unsere Worte für euch. Ja, und die kommenden Tage. Sehr gut. Die Iris wird glücklich sein mit uns. Ich denke auch, das hast du gut gemacht. Ja, lieber Widder, ich wiederhole mich, auch für euch ist es schön, dass so viel Energie jetzt ab morgen im Löwen ist. Sonne, Mond
und nein, nicht Sonne, Mond und Sterne, Sonne, Venus und Merkur sind im Löwen. Das tut euch gut, das gibt euch Kraft. Und parallel dazu ein Wechsel eures Herrschers Mars in ein lebendiges Zeichen, das ein Sextil zu euch bildet, gibt euch Kraft und Stärke für die nächsten Wochen. Ich denke, ihr solltet eine sehr gute Zeit gerade haben. Roé kann mir das mit einer Karte beweisen, dass ich da richtig liege. Zweiter Ui. Schwerter. Finde ich auch eine tolle Darstellung. Ne? Das ist so ein, ähnlich wie wir es vorher bei der Ausgleichung hatten, bei der 14. Ne? Da steht auch eine Person und sagt: Moment mal, Leute, bevor ihr euch auf den Kopf schlägt, kann man nicht miteinander reden. Ne? Kann man nicht ein bisschen Ausgleich finden? Kann man nicht vielleicht friedlich werden? Natürlich schwere Aufgabe, wenn man mit dem Gegenüber nicht reden möchte. Aber die Chancen sind da. Kraft, ja. Energie, ja. Aber Vorsicht, wie ihr die Energien einsetzt. Ne? Wenn man sie richtig einsetzt, dann kann man hier auf eine friedliche Basis kommen, damit man diese vielleicht nicht ganz so einfache Woche hinter sich bringt. Ja, von daher finde ich das eine sehr spannende Sache. Und ich denke, es ist jetzt nicht unbedingt eine Karte, wo ganz viel Energie drin ist, aber vielleicht tut euch das ja gerade auch gut, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Vielleicht ist es auch gerade diese nicht vorhandene Energie, die den Widder gut tut, weil sie ja sowieso Energiepur sind. Ja? Also ich denke, das passt auch ganz gut so, mal den Fuß vom Gas zu nehmen. Ja, finde ich auch. Liebe Wiedergeborenen, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Liebe Stiere, für euch gilt Hurra, Mars endlich aus meinem Zeichen. Ihr habt echt genug Antrieb in den letzten Wochen gehabt und auch für euch kommt nun eine ruhigere Zeit. Alles, was im Löwen passiert, ist auch gut für euch, denn der Löwe und der Stier, die sind durch ein Sextil, einen harmonischen, kreativen Aspekt miteinander verbunden. Ich denke, auch ihr habt eine Entlastung in der kommenden Woche und der Steinbock-Vollmond, den habe ich bei der Jungfrau übrigens gar nicht erwähnt, der liegt ja auch irgendwie schon hinter uns. Der gibt euch vielleicht nochmal die Impulse dazu, wenn Mars jetzt raus aus eurem Feld ist, so ein bisschen einen Abschluss zu finden, was in den letzten 8 Wochen für euch richtig war und wichtig. Und Roé gibt uns die passende Karte dazu. Sehr gerne. Bitteschön. Ass der Stäbe. Ja, ist ja auch etwas, was dem Stier gut tut. Ne? So nochmal sich so zu überlegen, wo will ich hin? Mit welcher Geschwindigkeit? Mit welcher Energie? Wie viel Energie muss ich mitnehmen? Ne? Also, was darf auf dem Wagen hinten drauf sein, den ich ziehe als Stier? Und hier habe ich auch eine wunderschöne Darstellung wieder von Schönheit, von Eleganz, von Klarheit, was uns selber auch so gut tut. Denn ja, wenn man sich selber mal belohnt mit schönen Dingen, ne, Kirsten hat das auch schon heute am Anfang ein bisschen gezeigt, ne, mit das, was ihr gut gefällt, dann hat man schon etwas, was einem gut tut und das braucht der Stier auch. Ja, von daher, liebe Stiere, ich finde, wir haben heute durchgehend schöne Karten. Das sind unsere Worte für euch. Dann war's Geht das es mit dem weiter? Stier. Als nächstes haben wir die Zwillinge an der Reihe. Liebe Zwillinge, ihr habt es jetzt mehrfach gehört, falls ihr aufgepasst habt. Der Mars wandert oder ist bereits gestern in euer Zeichen gewandert und gibt euch jetzt ordentlich Auftrieb. Es wird sicher super spannend, wenn er auf Jupiter trifft in eurem Zeichen, aber das ist noch ein bisschen hin. Und das Zweite ist, dass Merkur
in die Jungfrau gewandert ist. Das ist übrigens auch für den Stier noch interessant, gibt ihm auch noch mal ein bisschen Aufwind. Und das tut euch auch immer gut, wenn Merkur in einem Zeichen ist, das er beherrscht. Macht euch ein bisschen gründlicher und präziser, als ihr sonst seid. Und wenn er dann rückläufig wird, darüber reden wir dann ein anderes Mal. Aber erst einmal in dieser Woche auch alles auf Go. Und Rohe wird euch auch eine gute Karte geben, weil bisher waren nur gute Karten im Spiel. Ja, was Und hast du ja, gesagt? gute Karte, Nee, habe ich gesagt. Moment. Was hast du gesagt? Was brauchen die Zwillinge? Weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auch die Zwillinge brauchen auf der einen Seite Ruhe. Nur die Ruhe kannst du nur haben, wenn du vorher dir die Ruhe geschaffen hast. Ja? Und genau das sagt diese Karte aus. Mit den 7 der Stäben. Wenn ich das Ungeheuer besiegt habe, dann kann ich mich ausrasten. Dann ist schön, dann ist Energie draußen. Dann kann ich mich hinsetzen und dann weiß ich, okay, der ganze Organismus weiß wieder, dass er runterfahren muss. Die Gefühle werden wieder lieblicher. Aber das geht nur, wenn das Ungeheuer in uns nicht mehr vorhanden ist. Genau das zeigt die Karte. Schaff zuerst den Ausgleich, dann ist es gut. Und darum passt das auch wieder zu dem, was du gesagt hast. Ja, finde ich sehr spannend. Man sieht dieses Mars-Thema auch gut in der Karte, finde ich. Hat ja echt was von der Kraftkarte, ne? Genial gemacht. Also, der hat sich schon in das Thema reingefuchst. Es würde mich interessieren, wie lange der an den Karten hatten. Lange, lange. Ist ein Kickstarter-Projekt. Okay. Ja, liebe Zwillinge, das waren unsere Worte für euch und die folgenden Tage. Ja, lieber Krebs, du bist nun ans Schlusslicht, als Schlusslicht in unserem Tierkreis. Lange wird es ja nicht dauern, dann ist der Zwilling dran mit dem Schlusskreis. Aber nein, der Löwe ist dann der Löwe. Schluss. Aber du hattest ja eine schöne Geburtstagszeit und jetzt hast du etwas Ruhe. Der letzte Steinbock-Vollmond liegt auch hinter dir. In den Wasserzeichen ist gerade nichts viel los, im Steinbock auch nicht. Alles ruhig für dich. Ruhe, welche Karte hast du für unser Nachgeburtstagskind? Kennst du Die die finde ich auch Karte? toll. Kennst du die Das ist Karte? der Narr. Ja, und ich denke wieder, das ist getroffen und versenkt. Ja, also das darf der Krebs jetzt. Ne? Bin durch, habe ein Jahr hinter mich gebracht, habe gefeiert, habe mich feiern lassen. Es war wunderbar. Und jetzt überlege ich mir, was mache ich als nächstes? Ohne Pflicht, ohne Druck, ohne Pressure, sondern ich gehe meinen Weg. Der kann lustig sein, der kann aufregend sein, der kann interessant werden, aber ich gehe ihn einfach, ohne dass ich groß frage. Und das finde, das ist auch wieder so eine tolle Darstellung eines Narren, der einfach sagt: Ja, ich setze mir einen Hut auf, ich mache eine Augenbinde vor, ich mache einfach, weil der Hund wird mich schon leiten und wenn nicht, stolpere ich halt über ihn. So what? Ich bin der Narr, ich darf alles, ich kann alles und ich mache es einfach. Finde ich schön dargestellt und so sollten sich die Krebse auch in den nächsten Tagen verhalten. Ja, ich finde, das ist auch wirklich eine super gute Startkarte ins neue Lebensjahr, liebe Krebse. Ihr habt, glaube ich, eine gute Zeit. Ich finde, alle haben eine gute Zeit. Wir haben hoffentlich auch eine gute Zeit, lieber Roé. Aber wir brauchen Hoffentlich. jetzt noch die Quintessenz. Oh ja, na dann rechne raus. Wir wollen rechnen. Ich habe den Rechner. Du hast den Rechner. Wir starten mit den 8 der Münzen. Ja. Als nächstes eine Sekunde, sonst stimmt's nicht. Der König der Münzen mit 0, Ja. die 3 der Münzen, 11. die 14, 25. die 7, 32. das Ass der Münzen. 33. Die Königin und danach folgt die 3 der Stäbe, 36. 2 der Schwerter,
38, Ass, verstehe. 39, Und die 7 der Stäbe. 46. Und danach. Ergibt die 10. Ja, dann begebe ich mich mal auf die Suche nach den 10. Mal gucken. Ihr wisst ja sicher alle, was die 10 bedeutet, ne? Und werde ich bin gespannt, wie die da aussieht. Ich habe das schon wieder ge vergessen. Und denke aber, dass das ganz gut zu dem passt, dass so viel Bewegung gerade einfach los ist, astrologisch gesehen. Und finde es ganz lustig, wir nehmen das heute an einem Tag auf, an dem die Raido Tagesrune ist. Das spielt vielleicht auch noch ein bisschen mit hinein. Und ich warte jetzt einfach, bis Rui die Karte Ja, gefunden Entschuldigung, hat. ich brauche ein bisschen da, mich durchzuackern. Wahrscheinlich versteckt sie sich in einer der letzten Karten. Dann wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte andersrum begonnen. Ja, da haben wir sie. Tatsächlich eine der letzten Bilder. Hier ist das Rad. Das blind und mit einer Schatzkiste. Die Frau Fortuna. Ja, was fällt dir dazu ein? Was bedeutet das für diese anstehende Woche? Dass wir unser Glück gerecht behandeln müssen, dass wir uns auch trauen dürfen, Dinge zu tun, die vielleicht im ersten Moment nicht so klar sind, dass wir frech sein dürfen, dass wir auch mal hergehen und sagen, wir machen einfach. Und wir in dem Moment belohnt werden, wo wir mutig sind. Die Fortuna ist ja bekanntlich auch blind, also blind dargestellt, und sie reitet auf der Kugel des Glücks. Sie reitet auf der Kugel der Welt und sie ist für jeden da und gleichzeitig nicht fassbar. Und von daher gesehen, manchmal ist sie bei uns, das sieht man auf der rechten Seite, ja? Und manchmal verschwindet sie auch und dann hat man das Gefühl, das Glück ist wie ein Vogel, ja? Es fliegt einem zu. Spannend. Ja, ich bin der Ansicht, für uns alle, die das hier schauen, ist das Glück auf unserer Seite diese Woche. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Mal sehen, wann wir uns wieder melden. Und lieber Roé, vielleicht machst du die abschließenden Worte heute. Ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, auch wenn wir heute nicht live waren. Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Bleibt bitte gesund. Ihr wisst, das ist das Wichtigste. Und vergesst bitte nie, never give up. Indeed. Bis dann.